Und wir sind live on tape. Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Jonas Lepin. Ich bin Chef vom Dienst beim Spiegel. Und ich bin zum Glück heute nicht allein hier. Wir haben einen Gast. Das ist der Autor, Synchronsprecher, Schauspieler und ich sag mal, der Erfinder der deutschen TV-Kritik, Oliver Kalkofe. Wunderschönen guten Tag. Dankeschön. Freue mich, dass ich mal hier sein darf. Ja, wunderschön, dass Sie da sind. Und du gesagt. Ja, ne? Natürlich. Sehr gut. Und ich möchte auch gleich beginnen mit einer freundlichen Geste. Und zwar, ich möchte dir 10 Euro schenken. Ja? Super. Weil, ich komme öfter. Weil ich vor knapp 20 Jahren wegen dir 20 Mark bekommen habe. Und da wollte ich eigentlich sagen, hier ist die Hälfte. Hey, ist fair. Hälfte, ja, das ist fair. Cool. Und ich warte noch einen Moment und erzähle später woher diese 20 Mark kamen. Aber du warst beteiligt. Du das hast mir ein geholfen. Schöner Cliffhanger, das finde ich schon spannend. Schlecht. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Das möchte Nein, ich natürlich wissen. Absolut, ich habe es mir notiert. Ja. Du bist ja, vieles haben wir gerade gesagt. Womit hast du denn zuletzt Geld verdient? Also hauptsächlich jetzt momentan bin ich gerade dabei und schreibe wieder für Schläferz, für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und das ist jetzt so die Hauptsache. Aber ansonsten mache ich immer ein bisschen von allem. Ich schreibe, dann mache ich mal ein bisschen Synchro zwischendurch und irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß auch gar nicht selber, was ich bin. Das ist wirklich ein Problem, weil du musst ja immer dann manchmal so irgendwas eintragen. Und was soll ich sagen? Ich finde kein Begriff stimmt. Also wenn du Comedian eingibst, da tauche ich eigentlich nicht auf. Satiriker finde ich ist, ja, in einigen Sachen, aber andere dann auch nicht. Schauspieler, Autor, ich finde immer, jeder Begriff ist, und Entertainer, ich kann auch nicht tanzen und singen. Klingt also, alles zu groß oder alles zu klein? Alles klingt oder? Zu groß und irgendwie auch wieder zu klein und ich glaube, wir schreiben TV-Satiriker drunter. Ja, da ist okay. Also damit kann ich super leben, ist alles fein. Es stimmt ja, ist ja auch nichts ganz gelogen, aber ja. Es ist alles, ich denke immer, nee, ich will auch nicht zu sehr jetzt protzen oder irgendwas erzählen, was gar nicht stimmt und dann erwartet man irgendwie viel zu viel. Schwierig. Humor-Facharbeiter ist eigentlich so vielleicht was, aber klingt auch wieder popisch. Facharbeiter, ne? Ist immer. Klingt auch scheiße. Wir versuchen ja immer hier alle Leute mitzunehmen. Bei der Spiegelgruppe haben wir das Problem, wir haben die einen, die etwas älteren Spiegelleser, die sagen so, Oliver Kalkofe, das ist doch dieser lustige junge Mann aus dem Radio. Ja. Und dann hat man die andere Hälfte, die sagt, das ist doch dieser alte Mann, der bei Joko und Klaas immer wieder auftauchen kann. Wo würdest du dich denn inzwischen selber einordnen? Das ist wirklich, also das ist ehrlich ein ganz seltsames Gefühl. Ich hatte jetzt vor 2 Jahren schon, hatte ich 25 Jahre Fernsehmattscheibe-Jubiläum. Ja. Da merkst du plötzlich, Moment mal, 25 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert. Und dann kam ich in irgendwelche Sendungen, die alle dann sagen, die Legende hier und so, nicht immer Legende. Ich selber fühle mich noch so wie Nachwuchs, ja. Also ich denke, ich würde jetzt, wenn irgendwo vielleicht mal einen Nachwuchspreis bekommen oder so, aber bin jetzt eigentlich schon durch, ne? Schon so ein alter Sack. Und das ist komisch, aber da man ja immer sagt, dass man so alt ist, wie man sich fühlt, und da mir das noch immer genauso viel Spaß macht wie früher, nur anders, du fokussierst dich anders, du hast an anderen Sachen Spaß und gehst anders an die Sachen ran, kann ich dir das überhaupt nicht sagen. Ich bin so, bin überall und ich freue mich, wenn mich junge Leute erkennen, ich freue mich, wenn mich alte Leute erkennen, ich freue mich, wenn sie mir nicht in die Fresse hauen, das kann ja auch passieren bei den Sachen, die ich mache. Aber beides funktioniert, beide erkennen, beide, ja? Überall erkennt mich wer und andere denken sich, wer ist der seltsame dicke Mann, was will der hier? Ist auch in Ordnung, kann ich mitleben. Wir sitzen hier Corona-konform natürlich mit Abstand irgendwie gegenüber. Du arbeitest auch in der Kulturbranche. Merkst du das? Merkst du da die Auswirkungen gerade? Ja, ich merke sie, aber ich jammere auf sehr hohem Niveau. Also ich kann mich da jetzt nicht vergleichen mit den Künstlern, die wirklich auch darauf angewiesen sind, weil sie Live-Programme machen und dass sie live auftreten. Denen geht es natürlich wirklich jetzt gerade mal echt, ehrlich gesagt, beschissen, weil du kannst einfach nichts machen. Wenn du im Fernsehen arbeitest und ich habe dann so das Glück, dass ich quasi, wenn ich Kalkofes Mattscheibe mache, da stehe ich immer alleine vor der Kamera, egal wie viele Personen, aber ich spiele die ja immer alle. Und bei Schläferz sind wir ein kleines Team, das ging immer alles noch. Und da ich dann eben viel schreibe und so, ist es für mich wie mein persönlicher Lockdown, den ich sonst auch habe. Also ich sitze die meiste Zeit am Schreibtisch. Deswegen ist das gar nicht ganz so schlimm. Aber anderen Kollegen geht es viel, viel schlimmer. Und dass du halt natürlich auch einfach dieses Problem hast, keine neuen Sachen richtig anzugehen. Keiner hat jetzt momentan auch Lust auf Innovation oder auf irgendwie, du kannst keine Leute treffen, du kannst nicht rumspinnen, du kannst keine Ideen dir irgendwie gegenseitig an den Kopf werfen oder irgendwas entwickeln. Jeder sitzt zu Hause und hat keinen Bock mehr auf egal was. Also einfach so, es ist so Bocklosigkeit und das ist schwer dann einfach natürlich. Wenn du sagst, du schreibst, du hast eben kurz vorher gesagt, du schreibst nachts. Ist das tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, irgendwie abends um 11, ich mache mir einen Kaffee, ich gehe arbeiten? Ja, oder? Ich bin, glaube ich, irgendwie, ich habe Vampirblut.
immer in mir, weil ich bin wirklich nachts wach, immer schon, als Kind schon gewesen. Und das heißt, meine Hauptarbeitszeit ist eigentlich wirklich so von 20 Uhr bis, wenn man mich lässt, bis 5 oder so. Also wenn ich um 3 es schaffe und denke, so jetzt ist aber mal auch Zeit, dann denke ich, oh, bin aber heute früh ins Bett gekommen. hat sich so ergeben, ich habe es 100.000 Mal versucht zu ändern, weil man mir sagte, das ist nicht gesund. Das weiß ich auch, aber es geht nicht anders, ich kriege es nicht anders hin. Da bin ich munter, alle anderen schlafen. Ich habe bis dahin, kann ich einen schönen Tag haben und bin bei allen irgendwie dabei. Und wenn die anderen dann ins Bett gehen, sitze ich und schreibe und da ist schön ruhig und ich kann mich konzentrieren. Und dann schläfst du aber auch aus? Dann schlafe ich, wenn es geht, so lange wie möglich und stehe dann erst mittags auf, klar. Bisschen wie Domian, ja, so wiedersehen wolltest tatsächlich. Kalkofis Mattscheibe hast du gerade schon gesagt, das ist das, womit dich vermutlich die meisten verbinden. Das ist so ein bisschen das Herzstück, hast du selber mal gesagt. Wir würden uns gerne mal eine kleine Matz anschauen. Ja. Wer das noch nicht kennt, ich glaube, das kennen die meisten, aber was macht der Mann den ganzen Tag? Das schauen wir jetzt. To the doctor, it was Dr. Ronnie Jackson. I said, is there some kind of a test? An acuity test? So I said to the doctor, Dr. Ronnie Jackson, because I'm smart. The J in Donald J. Trump, that's for genius. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Nein, nein, nein. Das ist keine Drohung, das ist nur eine Aussage. Mit drohendem Inhalt. Sehen Sie, vielleicht gibt es dank mir irgendwann wieder Gesetze, die so linksgrün versiffte Staatsfunk-Volksverräter in irgendwelche Lager stecken. Das könnte doch sein. Ganz viele von euch fragen mich immer, Laura, was trägst du auf deinen Lippen? Und ich antworte immer, mit Beauty. Nee. Meine Haare wollen heute nicht. Vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben oder so. Oh, nee, Schatz, nicht. Du arbeitest jetzt schon viel zu viel. Und ich glaube echt, es gibt wirklich keine Frau auf der ganzen Welt, die härter für ihren Mann schuftet als du, mein Schatz. Nicht mal in Hamburg auf dem Straßenstrich. Oh, ehrlich? Oh, du bist so süß. Danke, Baby. Oha. schlechte Nachrichten für dich. Wendler wurde heute gesperrt bei Instagram. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Das da gibt's. Ja auch, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Leuten bin ich auch froh, wenn ich sie nicht mehr spielen muss. Also ich habe jetzt Wendler noch zum Abschied, nachdem er seine Karriere selber ruiniert hat, habe ich noch was dazu gemacht. Aber bei einigen wäre ich wirklich froh. Also auch bei Trump bin ich froh, dass ich den nicht mehr spielen muss. Ist alles gut. Also es wachsen auch immer so schnell genug Idioten nach, die man machen kann. Daher ist das gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, die einen nutzen den Lockdown, um ein bisschen runterzukommen. Du hast die Zeit genutzt, um dich mit einem der Oberverschwörungstheoretiker Attila Hildmann anzulegen. Was da passiert? Ja, der Gute, das ist das Schöne, der ist ja auch sehr, sehr fleißig und der fühlt sich auch sehr schnell beleidigt. Und ich freue mich dann ja auch immer, wenn man dann solche Reaktionen bekommt, dann merkt man hat die richtigen getroffen. Und sag mal ganz kurz für den Zusammenhang. Ich habe Attila Hildmann auch gespielt, mehrfach jetzt und einige seiner Reden weitergeführt. Und daraufhin hat er reagiert und hat mich dann auch wieder beschimpft und den typischen Rundumschlag, ne? Von erstens Fett, System, Bückling, Merkel, Hure, von Bill Gates bezahlt und was weiß ich nicht alles. Und da hat sich so ein bisschen Schlagabtausch gegeben, dann hat er auch zum Daumen-runter-Blitzkrieg aufgerufen bei YouTube und so, dass man die Videos zu bewerten. Und der Witz ist halt so, dass ich mich immer gewundert habe, dass sie denken, dass mich das stört. Also, dass er einem da wehtut, wenn da jetzt irgendwelche Leute schlechte Kommentare drunter schreiben und einen Daumen runter geben. Im Gegenteil, ich freue mich ja, weil dann sieht man eben, du hast die richtigen Leute getriggert. Und es gibt ja nichts Lustigeres, als wenn die sich selber enteiern. Also schon allein auch dann, es sind ja auch eben sehr viele, die, also er sagt ja auch selber, er ist rechtser als rechts. Ja, ne? Und er, so, wenn du so weit bist, dass du die CDU und Merkel als Bolschewiken und linksgrün versiffte Kommunisten beschimpfst, das hat sich, glaube ich, auch die CDU nie träumen lassen, dass das mal passiert. Also vieles haben sie sich gedacht, aber das war auch nicht. Dann ist das eigentlich fast eine Ehrung, wenn die dann schreiben und dann noch nicht mal die eigene Sprache, die sie beherrschen und so, finde ich eigentlich auch immer schön. Hast du selber gemerkt, dass die Mattscheibe sich verändert hat im Sinne von, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, ist sie politischer geworden. Du hast damals schon viel auch zu, weiß ich nicht, zur DVU, zu rechten Parteien gemacht.
Aber merkst du schon, dass du politischer wirst? Das ganze Fernsehen und die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Man muss wirklich, es ist so, wenn man damit groß geworden ist und das erlebt hat, dann ist das halt ein schleichender Prozess. Da merkst du das gar nicht so, ja. Und dann musst du plötzlich mal wieder nachdenken. Und als ich jetzt auf diese 25 Jahre zurückgeguckt habe, habe ich da ganz viel entdeckt, wo ich so dachte, ach, das stimmt, das hast du ganz vergessen. Das Fernsehen war in den 90ern, als ich damit quasi anfing, war noch ganz naiv. Also da ging es noch um Unterhaltung, die privaten... Clubhouse quasi. Die privaten Sender wollten Entertainment machen, einfach so ausbrechen aus diesem Diktat der Öffentlich-Rechtlichen, was ja wirklich lange war, was einfach immer so einen Bildungsfernsehstempel hatte und Spaß immer sehr, sehr reglementiert hat und limitiert hat. Und da wollte man einfach nur fröhlich sein, da gab es Volksmusik und Schlager und so weiter ohne Ende. Und Politik fand kaum statt. Das war so eher ein Fremdkörper. Und auch die Menschen auf der Straße jetzt, also die sogenannten, wie man sie dann nannte, die Normalos, die tauchten auch kaum auf. Die waren höchstens mal Gäste in irgendwelchen Quizsendungen. Heute ist das Fernsehen voll von der vermeintlichen Realität, also so wie sie uns verkauft wird, nämlich als eine übertriebene Farce mehr oder weniger. Ja. Aber wir haben plötzlich Leute, die sich politisch äußern, Leute, die die Realität darstellen sollen, aber lächerlich gemacht werden mehr oder weniger. Und auch ganz viele Politiker, die jetzt plötzlich zu mehr oder weniger auch Unterhaltungsfiguren werden, weil sie überall auftauchen. Und das heißt, die Politik ist mit ins Fernsehen gewandert, ungewollt und nicht auf die seriöse Art, so wie man das früher hatte, sondern auf eine ganz andere Art. Aber deswegen sind die Inhalte auch anders geworden, die ich mir vornehmen muss. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mattscheibe auch eine Wandlung genommen hat im Sinne von, das war früher irgendwie Viertelstunde unverschlüsselt irgendwie auf Premiere. Und dann habt ihr ja auch angefangen, auch eine ganz andere Social-Taktik zu fahren. Ihr habt jetzt Häppchen, die auf Facebook regelmäßig reingespielt werden, auf Twitter. Also hast du da auch noch mal? Also es ist immer noch so, die Mattscheibe wird, wenn, fürs Fernsehen gemacht in erster Linie, weil sie auch einfach aufwendig ist und schwierig ist zu machen. Also die Technik ist einfach komplizierter und auch die Masken und Kostüme, als man so denkt. Und jetzt ist es natürlich so, dass man muss auf allen Kanälen spielen. Und das sind ja, da das kleine Happen sind zum größten Teil, ist es perfekt für YouTube, Facebook und so weiter. Und ich finde, man muss jetzt immer das eine, man darf das eine nicht vom anderen komplett trennen. Jede Form hat seine Berechtigung. Fernsehen ist auch nicht tot, muss nur sehen, was es aus sich macht und wie es sterben will oder ob es leben möchte. Das muss es sich selber überlegen. Und Facebook, YouTube, jeder nutzt heute ein Medium, wie er möchte. Du hast nicht mehr das eine Medium wie früher. Da gab es Fernsehen, dann gab es noch Radio und dann gab es Zeitung, aber mehr nicht. Heute hast du tausende von Arten und es ist gut, wenn du überall stattfindest, wenn du das überall verbreitest. Ist es anstrengend, um die Leute überall stattzufinden? Teilweise ja, weil ich habe auch nicht auf alles Lust. Also man will ja nicht alles. Ich habe mal eine Phase, war ich dann ganz gern bei Facebook, dann war ich bei Twitter. Nachts vermutlich auf Facebook. Auch nachts ja sowas wie Instagram oder so. Also ich mag nicht diese Form, wo du einfach nur bist, um stattzufinden und um dich zu präsentieren und zu zeigen, wie hübsch du bist oder wie schön du bist. Da hätte ich nichts zu zeigen, das ginge nicht. Aber da, wo du auch was sagen kannst und wo du entweder einen Gag machen kannst, einen Gedanken anregen kannst, was präsentieren kannst, was zeigen kannst, da habe ich Lust drauf und da bin ich dann theoretisch auch überall da. Aber ich habe auch gar nicht die Zeit. Da habe ich dann auch ein, zwei Leute, die das machen. Aber ich bin trotzdem auch persönlich mit dabei. Aber ich kümmere mich nicht um alles. Wir kümmern uns um dich heute und deswegen fassen wir jetzt dein Leben mal kurz zusammen. Wir haben eine Rubrik, die heißt Fehler im Lebenslauf. Ja. Ich werde dir deinen Lebenslauf vorlesen. Allerdings sind dort Fehler eingebaut und in der Sekunde, wo du merkst, Moment, das ist doch die Biografie von Ryan Gosling, dann stopp. Ja, ich bin gespannt, ob ich das erkenne. Ich fange mal an. Ja. Oliver Kalkofe wird am 12. September 1965 geboren und wächst nördlich von Hannover im beschaulichen Engelbostel, das ist bei Peine. Ja? Nee, Engelbostel ist nicht bei Peine, aber ist bei Hannover und dann ging es nach Peine. Sehr gut. Auf, Punkt. 1984 machte er das Abitur, um anschließend eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher in Englisch und Französisch zu absolvieren. Darauf folgte ein Studium an der Universität Münster, welches Kalkofe im Eiltempo absolvierte und mit Bravour abschloss. Nein, das ist natürlich die erste Lüge. Ich habe es nicht abgeschlossen, sondern ich habe kurz vorm Ende, ich musste aufhören, weil ich habe übers Praktikum, was ich beim Radio angefangen habe, ich musste mich entscheiden. Und da haben die Eltern sich gefreut, oder?
Nein, die haben natürlich immer noch versucht, mich dahin zu bringen, erstmal was Ordentliches und studieren und so, damit ich auch was Anständiges machen kann. Aber ich habe schon gemerkt, das ist nicht so mein Ding, mit anständigen Sachen komme ich nicht so weiter. Ich bleibe lieber da und habe deswegen kurz vorm Ende dann geschmissen. Oh, okay. Ganz umsonst ist das Studium allerdings nicht. Ein im Uni-Seminar produziertes Radio-Feature über James Bond landet beim WDR und wird dort direkt gesendet, allerdings ohne, dass auch nur ein Pfennig dafür den Besitzer wechselt. Nee, das habe ich, glaube ich, viel Geld bekommen. Das war das erste Mal, dass ich Geld verdient habe. Ich hatte gerade einen Ferienjob, so typisch so Teppiche abreißen in einem Möbelhaus und es war für fast nichts und es war ganz furchtbar. Und ich hatte diese Kassette auf Kassette abgeschickt, nur so als Bewerbung für ein Praktikum. Und dann riefen die mich plötzlich an und sagten, das wird gesendet und sagten mir die Summe. Und die war höllisch hoch, weil das waren 10 Minuten oder 11 Minuten Feature. Und da dachte ich, was ist das denn? Ich bin reich. Und da war ich so begeistert und dachte, okay, da musst du auch, also nicht nur, weil es dir Spaß macht, aber es könnte sich ja sogar lohnen, wenn du da weitermachst. Deswegen habe ich dann den Weg eingeschlagen. Danach geht es für Oliver Kalkofe weiter zum Praktikum beim Radiosender FFN in Niedersachsen. Und dessen Spaßabteilung, dem Frühstücksradio. Hier entsteht das Format Kalkofes Mattscheibe mit der allseits beliebten Comedy-Figur Onkel Hotte. Ja, also nicht in der Mattscheibe, sondern im Frühstücksradio, aber Onkel Hotte war eine der Figuren, wo ich so einen schmierigen Märchenerzähler gemacht habe und mich an der deutschen Sprache und der Germanistik rächen wollte. Der langläufig bekannte Geschichten wie die vom Rotzelümmel und der Pipi-Familie erzählt. Ja, von Ratzepimmel war es eigentlich. Und andere von mir. Der Rudel, Tuddel, Knuddelbär und weiß ich nicht mehr, was noch alles. Aber ungefähr so stimmt's. Ja, aber so. Dafür kann der aufsteigende Jungmoderator seinen ersten Preis einheimsen. Da ist er doch, die goldene Henne. Nee, die habe ich nicht gekriegt. Das goldene Kabel habe ich bekommen für die Mattscheibe im Radio. Den gibt es auch nicht mehr, den Preis. Goldene Kabel ist... Das goldene Kabel in Silber habe ich bekommen. Das goldene Kabel in Silber. Das ist aber eigentlich schade. Es ist das goldene Kabel, aber das auch nur in Silber. Das war mein erster Preis und der ist auch direkt beim Transport nach Hause kaputt gegangen, weil der war so schlecht und den habe ich dann nur 100 Mal versucht löten zu lassen. Aber ich war ganz stolz, weil das war der erste Preis, den es irgendwie gab. Ab 1994 läuft Kalkofes Mattscheibe beim Pay-TV-Sender Premiere, unverschlüsselt allerdings. Er schlüpft dabei in unzählige Rollen, parodiert Politikprominenz und Teleshopping-Sternchen. Dafür gibt es 1996 den Grimme-Preis und schon in jungen Jahren besuchte ihn der spätere Moderator Klaashäufer Umlauf mit einer Jugendgruppe hinter den Kulissen. Nee, Jan Böhmermann hat uns besucht. Und das habe ich auch erst viel später erfahren, als ich dann in seiner Sendung war und er mir das erzählte, dass er da wirklich mal mit einer Jugendgruppe bei der Produktion der Mattscheibe war, über unseren Regisseur damals. Und dass ihm das so fasziniert hat und so gefallen hat, dass er sich damals irgendwie sagte, da möchte er weitermachen. Und die waren zum Glück ja ganz nett, also einen guten Eindruck hinterlassen sie. Und du wusstest ja gar nicht, was da am Ende rauskommt. Nein, das ist ja das Schöne. Man weiß ja gar nicht, welche jungen Talente man irgendwo im Leben trifft. Und es ist dann schön, wenn die dann wenigstens sagen, man war nett und nicht, du warst das letzte Arschloch. Das hat ja, schön, dass ich dich mal wiedersehe. Jetzt bist du dran. 1995 stellt Deutschlands schärfster TV-Kritiker fest, dass Satire auch juristische Folgen haben kann. Nachdem er Stefan Moss als Leberkäsepfosten bezeichnet, gab es eine saftige Klage. Ja, es gab eine Klage, aber das war von der Firma Fremantle und das ging ja eigentlich, die haben Der Preis ist heiß und sowas alles gemacht. Und die haben dann geklagt. Und ach so, und das andere war noch die Klage von Klaus Baumgart. Die ist da gemeint. Das war nicht die Leberkäsepfosten, sondern Speckbulette. Die Speckbulette hatte ich. Einen Freund Speckbulette und dann hat er mich, damit bin ich das erste Mal in der Bild-Zeitung gelandet, als Schlagzeile, morgens aufgewacht, ohne es zu wissen. Und das Telefon klingelte und das Faxgerät ging, was man damals noch hatte und so. Und ich dachte, was ist denn los so früh am Morgen? Und da war ich plötzlich Schlagzeile, ja, und wusste von nichts. Aber es war ein PR-Gag von Klaus und Klaus. Das hat er ganz gut gespielt, offenbar dann. Es war ein PR-Gag von ihm, der da einfach große Werbung machen wollte, weil er gerade Werbung für ein Diätmittel machte. Und das lief nicht so richtig und deswegen wollte er da was Großes draus machen. Ich war so naiv, dass ich das auch sehr ernst genommen habe und dann aber auch gesagt habe, ich will das nicht mitmachen, also jetzt so ein komisches Spiel. Und deswegen habe ich das dann auch ein bisschen runtergefahren, aber es war von selber zu einer großen Geschichte geworden. Seit 2012 läuft eine Neuauflage der Show unter dem Namen Kalkofes Mattscheibe Recalked auf Tele5. Außerdem verdingt sich Oliver Kalkofe auch als Buch- und Drehbuchautor, Synchronsprecher und vor allem auch als Schauspieler. Nach dem großen Erfolg 2004 mit den Edgar-Wallace-Parodien Der Wichser war unser Gast zuletzt 2018 in Til Schweigers Tragikomödie Honig im Kopf zu sehen. Nee, da war ich nicht.
Ich weiß nicht, nee, ich habe schon lange nicht, nein. Nein. Also, wir haben einmal gefunden, Horrorkomödie, Sky Sharks. Ja, das ist richtig, ja? Da spiele ich Hermann Göring in einer kleinen Szene. Ja. Und der sollte Weihnachten rauskommen, aber dann war dadurch, dass die Kinos dicht waren, ist er nochmal verschoben worden. Das war eher so ein sehr ambitioniertes Indie-Projekt über fliegende Zombiehaie, fliegende Nazi-Zombiehaie, um ganz genau zu sein. Mhm. Klingt sehr vielversprechend und da habe ich gesagt, das klingt nach einem Thema unserer Geschichte, was bisher selten im Film behandelt wurde. Da muss man natürlich rangehen. Sehr gut. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Und ich habe ihn aber selber auch noch nicht fertig gesehen. Bin sehr gespannt drauf. Okay, genau. 2020, ja. Vielleicht kommt es ja noch. 2011 heiratet der Entertainer und seitdem lebt er mit Frau und Stieftochter in Berlin und ist an freien Wochenenden meistens auf seinem Lieblingsgolfplatz zu finden. Nein, nein. Überhaupt nicht. Nein. Also Golf. Nee, kein Golf, Kegel. Obwohl ich... Kegeln habe ich früher gemacht. Wir hatten bei Radio FN hatten wir eine Kegelgruppe. Da haben wir uns immer Saufen und Kegeln. Ja, da gibt es eine schöne Geschichte, die Olli Welke, mit dem habe ich ja zusammen studiert, den kenne ich aus dem Studium. Also wir haben zusammen in Münster damals studiert. Den kennen viele nicht. Der macht auch so eine Spaßsendung, ja, ja. Da in der ARD oder wo auch immer. Ich weiß gar nicht wo. Nein, aber der erzählt immer gerne die Geschichte, dass er sich beim Kegeln mir den Meniskus gerissen habe und er mich ins Krankenhaus. Das stimmt auch wirklich. Aber das war ein Bühnenunfall, der kam aber dann am Abend am Kegelabend raus und ich bin an der Kegelbahn zusammengebrochen und hat er getrunken und alles und wir mussten irgendwie zum Krankenhaus. Er hatte nicht getrunken, hat mich gefahren und mich dabei fast umgebracht, aber es ist eine lange Geschichte, aber es war sehr lustig. Also wir haben einige schöne, bescheuerte Geschichten. Wenigstens als Freund geholfen, das ist eine gute Nachricht. Auch über ihn wird man nachher ein gutes Das sprechen. War aber wirklich wie dick und doof im Krankenhaus. Das war so, wir haben so gelacht, er hätte mich fast tot gefahren und wir haben Tränen gelacht, weil man so merkte, zwei Vollpfosten versuchen sind unterwegs. Also das war echt heftig. Wenn ich so diesen ganzen Lebenslauf mir anschaue, so die große Samstagabendshow, fehlt die noch oder ist das überhaupt gar kein Ziel, gar kein Anspruch? Ehrlich gesagt, also sie fehlt noch, aber sie war auch nie das große Ziel. Ich hatte nie ein großes Ziel. Es war eigentlich so, dass ich groß geworden bin in einer Zeit, als es vollkommen undenkbar war, ins Fernsehen oder in die Medien zu kommen. Also heute ist es so wie, willst du hin? Mach doch. Also, willst du, wenn du bereit bist, dich lächerlich zu machen oder irgendwie dich verhaltensauffällig irgendwo zu verhalten oder asozial, dann ist das gar kein Problem, kannst du schon alles machen. Aber damals kamst du eben gar nicht ran und da musstest du erst, wer weiß was, so über Volontariate und weiß. Und deswegen habe ich gedacht, das schaffst du nie. Fand das aber immer toll. Und dass es dann irgendwie losging, dann war eigentlich immer nur wie, oh ja, ich möchte das und das machen. Und das möchte ich auch mal ausprobieren, ja. Das möchte ich mal probieren. Und deswegen habe ich so viel Verschiedenes gemacht, was mir zum allergrößten Teil auch immer irgendwie Spaß gemacht hat. Aber es gibt kein so ein Ziel, wo ich sage, da muss ich noch hin. Ich hoffe, dass ich noch viele schöne Dinge tun kann, die mir und den Leuten Freude machen. Und dann bin ich zufrieden. Was mir aufgefallen ist, wenn man so ein bisschen Interviews von dir verfolgt und Geschichten, dass du ganz oft auch im Gegensatz zu vielen anderen über Frustrationen und auch über das Scheitern sprichst. Also, ja. Dass du ganz oft und massiv sagst, ja, da wollte ich die Sendung da unterbringen, da hat das nicht geklappt, da hat das irgendwie nicht funktioniert. Man muss, glaube ich, also heute vor allem gerade ist es so, dass viele junge Leute wachsen so auf, durch Instagram, Social Media, bla bla, wo man sich einfach immer nur falsch auch präsentiert, aber immer man präsentiert sich immer stolz, erfolgreich, glücklich, reich, gut aussehen, toll. So, und jeder Mensch und auch die jungen Menschen merken, dass irgendwann auch nach einiger Zeit, auch wenn es kurze Zeit Spaß macht, dass das ja zum größten Teil Fake ist. Und dass man mit dem, wie man sich wirklich fühlt, gar nicht raus kann. Das interessiert gar keinen, dann ist man nicht mehr hip. Und dass man eben auch damit leben muss, Misserfolge einzustecken. Also ich finde, das Leben ist immer, also das Scheitern gehört zu allem dazu. Und ich bin, glaube ich, öfter gescheitert mit irgendwelchen Dingen, als dass es geklappt hat und dass ich einen Erfolg hatte. Aber man muss halt immer wieder aufstehen und es immer wieder weiter versuchen. Und dann muss man sich über das, was geklappt hat, auch freuen und da auch konsequent mit irgendwie versuchen, das weiterzutreiben. Aber das Scheitern gehört dazu. Und man muss damit auch umgehen können. Und es bringt, glaube ich, nichts. Oder ich weiß auch nicht, warum man das nicht erzählt oder warum man da das versteckt. Kannst du mal beschreiben, also ich stelle mir das jetzt vor, du hast irgendwie nachts um 3 eine gute Idee, du schreibst sie auf. Ich glaube, viele wissen das nicht. Wie schafft es denn quasi eine Idee, ein Konzept
bis es dann am Ende eine Sendung ist. Also wie ist so der normale Ablauf, inklusive Scheitern vielleicht? Ja, das ist das Schwierige. Das ist eigentlich so, also ich habe fast immer, wenn es so war, wie ich habe eine Idee, ich gehe hin und stelle die jetzt einem vor, dann bin ich fast immer damit gescheitert. Genauso wie wenn es so war. Wo geht man da hin? Also ja, dann geht man entweder zu dem Sender oder zu, wo man gerade sowieso ist, oder man versucht irgendwo einen Termin bei einem Sender oder bei einem Produzenten oder weiß nicht was. Ja, das klappt fast nie, weil das ist ehrlich, das meiste funktioniert einfach über soziale Kontakte. Punkt, es ist so. Also man kennt wen, man spricht wen, sagt, ja, komm mal vorbei, haha. Die meisten Geschäfte überhaupt auf der Welt, was, wenn man das alles hört, man denkt immer, oh, das entsteht alles immer mit sehr viel Nachdenken und mit klugen Menschen. Das meiste entsteht irgendwie, man trinkt einen und sagt, ja, komm, lass uns das machen, mach mal. Man redet sich das schön, sonst würden solche Dinge wie Wirecard und Ähnliches auf der Welt auch überhaupt nicht möglich sein. Ja, also das ist einfach, ach ja, wird schon, guck mal nicht, ja, wenn du das sagst, alles klar, kommen wir noch einmal, Prost. Mehr oder weniger, um es ganz simpel zusammenzufassen, ist es so. Und deswegen ist es auch immer so, Ideen entstehen eigentlich mit Leuten. Und dann muss einer da sein, der sagen, ja, okay, lass es uns machen. Da brauchst du immer einen mutigen Menschen, der das sagt, und wir tun das. Das kann ein Produzent oder ein Senderchef oder sonst was sein. Fehlt und dann an mutigen das fehlt. Also das ist der größte Mangel im ganzen Medienbereich, den wir haben. Mutige Leute, die das machen, wo sie selber dran glauben. Der Großteil der Menschen beim Fernsehen, das, was ich am meisten gehört habe, im Radio und im Fernsehen und so von allen, die da immer sind Sätze wie, ja, ich selber gucke das ja gar nicht. Das ist ja furchtbar, ich weiß. Aber es ist halt, ist ja erfolgreich. Es haben ja so viele Chefs von mir quasi, die oder Programmdirektoren oder sowas dann mir selber erklärt, ja, das ist ja auch furchtbar, was wir da machen. Aber die Leute sind so doof und gucken das oder die hören das. Und so ist erfolgreich. Weil ihnen das wieder jemand anders sagt. Weil man holt sich einen Berater, der ist so teuer, der muss Recht haben. Und deswegen glaubt man dann, was der sagt. Aber es gibt kaum Leute, die das aus dem Bauch machen und sagen, das habe ich gemacht, weil ich fand die Idee gut. Und ich fand die Sendung super. Die hatte zwar jetzt vielleicht noch nicht die Quote, aber ich fand die gut. Und komm, wir versuchen es nochmal, Wir versuchen, was zu verbessern. Wo waren die Fehler? Du hast gesagt, man braucht immer eine ausländische Sendung, die irgendwo schon erfolgreich ist. Ja, man muss... Ich habe das nie verstanden. In Deutschland ist das ein Phänomen. In Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten im Fernsehen ist so, dass es nicht wichtig ist, dass du neue, eigene, kreative Ideen hast, sondern viele, viele, viele Jahre war es immer so, dass nur geguckt wurde, was ist denn woanders erfolgreich? Weil wir sind mit Privatfernsehen und mit allem und Unterhaltung viel später eingestiegen und haben immer nur auf Amerika, England und so weiter geguckt, haben gesagt, was haben die denn gemacht? Das machen wir auch. So, und dann war, wenn man eine Idee vorgestellt hat, muss man fast immer sagen, dann kommt immer die Frage, wo läuft das denn schon? Und dann sagt man, gar nicht, also die Idee gibt es noch nicht. Ah, gibt es denn sowas Ähnliches? Können wir denn wieder, also dann gibt es irgendwas, was so ähnlich ist, dass wir da reinschreiben können, um dann die anderen zu überzeugen? Wenn man wirklich eine neue Idee hat, das möchte niemand das Risiko eingehen. Und dann immer, nee, dann lieber nicht. Und wenn man sagen kann, das ist so wie, okay. Oder ein Mix aus dem und dem, bekannte Namen, die man irgendwer kennt, okay, weil dann kann man im Notfall immer sagen, ja okay, woanders war es erfolgreich, die Zuschauer waren zu dumm oder, aber es war nicht mein Fehler. Es war jetzt nicht, weil ich gesagt habe, das könnte was werden. Da, woanders haben sie es schon bewiesen gehabt, nicht haben mein dann Fehler. So Leute, weiß ich nicht, wie Raab oder so, das gibt es die dann? Ist es schwieriger für Leute, die so Persönlichkeiten sind, die so ihr Ding durchziehen heute? Es ist, ja, auf jeden Fall ist das schwierig, aber du siehst dann, es gibt immer wieder Leute. Also es war, ich habe in einigen kleinen Teilen Glück gehabt, Raab hat vieles entwickelt und Neues auf den Weg gebracht. Joko und Klaas sind welche, Böhmermann, das sind so alles Leute, die wirklich zum Teil auch mit neuen und anderen Ideen irgendwie was geschafft haben. Da brauchst du aber immer das Glück von Zeit und richtiger Zeitpunkt, richtige Leute, irgendwann klappt. Sie haben auch jahrelang erst erfolglos Dinge versucht und irgendwann hat es geklappt und dann musst du da weiterkämpfen. ProSieben hat ja teilweise jetzt im letzten Jahr gesellschaftlich tatsächlich relevante Sendungen gemacht mit einer Doku von Thilo Mischke über Rechtsradikalismus, die 15 Minuten von Joko und Klaas, die sich bestimmten Themen angenommen haben. Absolut. Verunsichert das, wenn ProSieben auf einmal Qualität macht? Eine absolut tolle Entwicklung, also muss ich auch mal echt sagen. Neben allem, dann dazwischen passieren dann auch wieder Sachen, wo man sich vor den Kopf schlägt, so Sendungen wie Balls, wo Leute halt nur für Geld gedemütigt werden oder so, wo du denkst, oh Leute, warum macht ihr denn das jetzt wieder? Da seid ihr doch eigentlich von weg. Weil ich finde gerade zum Beispiel ProSieben, dass man da wirklich viel Positives sieht, dass man da merkt, die trauen sich was, die versuchen was. Und sind irgendwie mit Spaß dabei. Also da, ich finde, man merkt das, ob jemand etwas
macht, weil er daran Freude hat und weil da Leute sind, die auch im Team daran Freude haben oder nicht. Und das ist gerade mal, das sind so diese kleinen Hoffnungsschimmer und so die Lichtblitze, die mal irgendwo auftauchen, über die ich mich sehr freue. Denn ich freue mich nicht, wenn ich immer nur meckern kann. Ich liebe Fernsehen, ich möchte gern gutes Fernsehen sehen. Ich rege mich aber deswegen darüber auf, weil ich halt dann persönlich mich enttäuscht, getroffen und beleidigt fühle. Verstehe ich. Und deswegen, das ist da, es gibt momentan immer mal so kleine Momente, wo man denkt, na, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Spiel. Ja. Wenn wir an dem Punkt sind, wo du sagst, ja, ganz nettes Interview, Fragen waren so lala, haben wir die Möglichkeit, dass du dir dein eigenes Interview würfeln kannst. Mhm. Ich versuche das hier mal mit einem digitalen Würfel. Wenn das nicht funktioniert, habe ich noch einen ganz normalen. Ich zeige dir kurz, wie es funktioniert. Also Micky Beisenherz hat es nicht hingekriegt. Ich möchte es gerne versuchen, weil analog würfeln ist so oldschool. Man schüttelt es. Wie cool. Und es müsste eigentlich gut funktionieren. Wir machen jetzt hier eine Probe kurz, ob das funktioniert. Einmal kurz würfeln. Ja, doch, geht doch. Perfekt. Ich habe hier 6 Umschläge. Ja. Dort sind 6 Fragen drin. So muss ich das natürlich halten. Die 1 ist eine freundliche Promo-Frage. Okay. Die 6 ist eine fiese Frage. Und so höher die Zahl ist, verlasse das Studio. Umso gemeiner weinend ist tatsächlich die Frage. Und schreiend verlasse ich das Studio. Okay. Von daher wäre es besser, wenn man wahrscheinlich vielleicht mit einer einfachen 3 beginnen würde. Okay, aber die zählt jetzt noch nicht. Ich würfel jetzt mal. Wir würfeln jetzt. 5. Eine 5. Ah, schon ziemlich, ziemlich schwieriger Einstieg. Schon ein schwieriger Einstieg reinzukommen, tatsächlich. 5 ist, bist du neidischer auf das Geld oder den größeren Erfolg von Oliver Welke? Nein, auf seine Frisur. Nein, nein, weder noch. Ist das dieser RAN-Moderator? Das ist der RAN-Moderator. Nein, das Tolle ist, wir haben zusammen angefangen und Olli hat so viel probiert. Olli kann ganz andere Sachen auch als ich, ja, weil der hat wirklich die Fähigkeit, dass der kann Sport moderieren, der hat auch bei 7 Tage, 7 Köpfe gesessen. Stimmt. Und jetzt sitzt er in der Heute-Show und so und jetzt hat er endlich wirklich ein Format, was wie Arsch auf einmal passt und was einfach grandios ist. Und das finde ich super und darüber freue ich mich tierisch, dass das echt geklappt hat. Und das ist nicht, dass ich ja gewisse Sachen, also ich sag mal jetzt 7 Tage, 7 Köpfe zum Beispiel, ne? Da hast du bestimmt viel Geld und viel Erfolg und viel gehabt, aber das hätte ich nicht gekonnt, das hätte ich nicht ausgehalten, weil das so eine Art von Humor ist, die ich wiederum, wo ich sage, ja, das geht nicht. Und deswegen, jeder macht sein Ding und wenn man was findet, womit man glücklich ist und was richtig passt und richtig gut ist, das ist doch das schönste Geschenk, was man kriegt. Da freue ich mich absolut, dass das so toll funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Nochmal. Mal gucken, wie weit wir es hier haben. Moment. Ja, genau. Ja. Jetzt geht's. 3. 3. 3 ist ja. Die hatte ich doch vorhin schon an. Das ist doch, die 3 ist doch gut. Das kann ja nicht so. Ich habe gerade vergessen, was die 3 ist. Wann warst du zuletzt ganz froh, dass wegen der Corona-Pandemie eigentlich ein Lockdown herrscht? Es herrscht ja einer. Ehrlich gesagt, naja gut, wenn ich jetzt versuche, was Positives rauszukriegen, das ist ja echt schwer, irgendwie was Positives zu sehen. Ich sagte schon vorhin, ich habe so, da ich selber oft in so einer Art persönlichen Lockdown mich befinde und nachts schreibe und viel schreibe und dann tagelang wirklich mich einbunkere und vom richtigen Leben draußen gar nichts mitbekomme, war das für mich am Anfang gar nicht so schlimm. Die Umstellung, weil ich dachte so, okay, ich persönlich merke es gerade nicht so doll, weil ich musste gerade ganz viel schreiben und vorbereiten. Jetzt ist es natürlich so, dass das einen mürbe macht und dass man einfach irgendwann nicht mehr kann und diese Perspektivlosigkeit und sich dann immer noch selber motivieren, lustig zu sein, ist schwer. Was ich aber positiv gesehen habe, ist, ich habe dann ab Weihnachten rum und so versucht, die Zeit, die ich plötzlich dazu hatte, dafür zu nutzen, Dinge zu machen, zu denen ich nicht komme, weil vor Weihnachten ging es mir einfach wirklich körperlich, gesundheitlich schlecht. Je mehr Stress ich habe, desto mehr nehme ich zu, desto keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Und das habe ich so über die ab da versucht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt schon nicht rauskomme, dann trinke ich jetzt wirklich weniger, dann mache ich jetzt, versuche ich ganz gesund zu essen und mache irgendwie Sport auf dem Crosser und gucke dabei irgendeine Serie oder so und habe dadurch so ein kleines persönliches Wellness-Programm angefangen, was ich sonst mir aus Zeitgründen und aus Stressgründen nicht leiste. Das ist vielleicht mein einziger. Finde ich gut. Ja, also der Versuch, das ist auch das Einzige, was man machen kann. Ja, dass man sich sagt, komm, du kannst die Scheiße gerade nicht ändern. Das geht ja gar nicht. Also überleg, was machst du mit deiner Zeit? Also auch die ganzen, ist auch so der einzige Tipp, den ihr mal geben kann an die Leute, die da sind. Wenn ihr immer mal irgendwas lernen wolltet, eine Sprache lernen, irgendwas gucken, irgendwas malen, was zeichnen, versucht es mal. Nie wieder werdet ihr diese Zeit so
gerade ausgiebig haben. Und keiner sieht es und keiner macht es, aber mach das mal für dich, weil klar, jammern ist einfacher und liegt auch auf der Hand. Aber immer wieder versuchen, sich zu motivieren, so schwer es fällt. Wollen wir noch ein letztes? Einmal noch versuchen. Sehr gut. Ah, wieder die 3. Doppelt geht nicht. 4. 4, das ist doch okay. 4. Da haben wir... Für welches Kostüm hat sich deine Familie zuletzt geschämt? Oh ja, da kann ich sogar eins sagen. Ja, das weiß ich. doch, das war, da habe ich richtig, da habe ich gesehen, dass wirklich der Mund ein bisschen offen stehen blieb. Vor Weihnachten, letzte Folge, die wir gedreht haben, Mattscheibe, habe ich Harald Glöckler im Fernsehgarten gespielt. Und das war gar nicht so das schlimm. An sich aber auch Harald Glöckler habe ich schon öfter gehabt, das war gar nicht so schlimm. Aber ich habe auch die Background-Tänzerin gemacht. Und vor Weihnachten hatte ich wirklich, bei dem letzten Dreh hatte ich echt tierisch nochmal zugelegt durch den ganzen Stress und was da war. Und hab dann so ein Silberkostüm, so halb offen, wo es wirklich so raus war und wo ich, also sagen wir mal so, es war nicht gerade schmeichelnd. Ja? Und dann habe ich da getanzt und habe ganz dösig weggetreten, albern getan. Ich finde, es ist sehr, sehr lustig. Aber es war schon so, dass man sagte, oh, muss man sich auch trauen. Und ich hatte es zum Glück mir gar keine Gedanken gemacht und gar nicht geguckt und dachte später auch, ja, okay, wäre ich jetzt eitler, hätte ich das vielleicht nicht zulassen. Aber es ist sehr, sehr lustig geworden. Aber ich sah so, dass so meine Familie so ein bisschen guckt und dachte, naja, das solltest du privat besser nicht tragen, Schatz. Aber dieser komplette Körpereinsatz, das war schon immer Konzept, oder? Das geht nur so. Ich hab mit meinem Körper immer ein Problem gehabt seit meiner Kindheit. Ich wurde irgendwann als Kind ganz plötzlich dick, nachdem ich ein ganz dünnes Kind war und Aufbaupräparate bekam, es wirklich war. Und die haben sehr gut funktioniert, wie man sieht. Die wirken bis heute. Und dann bin ich da nie ganz rausgekommen und habe einen sehr seltsamen Stoffwechsel, der auf alle Kleinigkeiten reagiert. Und ist immer so. Und deswegen musste ich früh lernen, dass ich mir da, dass meine Psyche nicht so weit angreifen darf, dass ich mich die ganze Zeit schäme und weine und sonst was. Und dass ich da einfach auch dementsprechend mit umgehe. Und wenn du vor der Kamera bist und keine wirkliche Modelfigur hast, dann musst du irgendwie sehen, entweder du musst immer versuchen, das zu tarnen oder musst sagen, okay, sorry, es tut mir leid, ich bin, wie ich bin, anders geht's nicht. Und dann spiele ich auch damit. Und deswegen habe ich eigentlich da nie große Probleme mit gehabt und habe immer gesagt, es ist mir ganz scheißegal, ich spiele eigentlich jede Rolle und mir ist nichts peinlich. Okay. Ich merke schon, die Fragen müssen eigentlich härter werden, ne? Das ist irgendwie zu nett. Aber damit durch, wir machen gleich weiter. In der Vorbereitung habe ich so viele Themen gehabt, wo ich gedacht habe, man müsste da noch drüber reden und danach drüber reden. Aber alles jetzt einzeln anzusprechen, wäre zu lange. Und deswegen haben wir was gebaut, und zwar eine Slotmaschine. Ja. Und wir haben jetzt folgendes Szenario. Ja? Wir haben verschiedene Personen hier in dieser Slotmaschine. Die läuft einmal durch und du musst Stopp sagen. Und in der Sekunde, wo diese Person ist, ist das Szenario, du musst eine Werbepause überbrücken mit dieser Person. Und was würdest du mit dieser Person besprechen? Über was würdest du mit dieser Person reden? Wo habt ihr vielleicht einen gemeinsamen Punkt, wo du anknüpfen könntest? Okay, schauen wir mal. Dann lassen wir es laufen und du sagst Stopp. Stopp! Ach, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ja. Oh, Kevin Spacey finde ich ist echt spannend, weil das wäre für mich auch echt ein schwieriges Gespräch, weil erstens eigentlich war er und ist auch eigentlich als Schauspieler immer noch einer meiner Lieblingsschauspieler. Usual Suspects ist mein absoluter Lieblingsfilm. Gleichzeitig ist er eine Person, die momentan derartig schwierig in der Öffentlichkeit steht. Allerdings muss ich auch hier bei ihm sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Fälle, die es gibt. Und das, was wir erfahren oder was wir lesen können, finde ich bei ihm gerade sehr schwierig, weil ich nicht genau weiß oder weil es wenig wirklich darüber an echten Geschichten oder so gab, wo er mal zu Wort kam. Und ich würde gerne mal mit ihm darüber sprechen oder würde dann versuchen, mit ihm darüber zu reden. Erstens, wie er sich persönlich fühlt, was er denkt, was er damals wirklich falsch gemacht hat, wo er für sich, wie er damit umgeht, zwischen wo fühlt er sich falsch dargestellt und wo erkennt er eigene Fehler an. Und wie hat er vor und hat er überhaupt vor, irgendwann mal wieder
zurückzukehren. Macht er wie Weihnachten immer ein Video? Er macht immer so ein Video, was ein bisschen spooky ist. Und das ist, ja, die einen sagen spooky, die anderen sagen so. Ich weiß es auch nicht, es ist ganz schwierig. Also ich glaube, wenn du in so eine Geschichte mal rein bist und wir kennen alle Fälle, also man hat, sagen wir mal, von allen Fällen gehört, von Leuten, die zu Recht beschuldigt wurden, von Leuten, die Unrecht beschuldigt wurden, von Leuten, die teils, von Dingen, die aufgebauscht wurden. Und die Wahrheit zu finden, ist halt immer verdammt schwierig. Und das finde ich bei einer Figur wie ihm, glaube ich, ist es anders als bei Harvey Weinstein oder Ähnlichem. Hier würde ich gerne mal Näheres und wirklich Näheres erfahren, weil er einerseits so jemand war, wo ich immer ganz großen Respekt hatte und irgendwie künstlerisch auch noch immer habe. Du hast ihn mal synchronisiert, oder? Ich habe ihn synchronisiert. Einmal durfte ich ihn sprechen, eigentlich ihn als Katze, ja, in einem Film, aber vorher auch ihn. Und das war, also ich wollte, dachte, er war mir echt eine große Ehre zu der Zeit und dachte echt, hoffentlich schaffe ich das einigermaßen. Ganz interessant, also ich merke, also ich finde tatsächlich, es gibt zwei, drei Fälle, die ich schon sehr eindeutig bei ihm finde, aber man merkt, dass du damit darunter leidest, dass, ja, er quasi gefallen ist. Das geht, oder aber, dass er ich finde, die Wahrheit das, in Wirklichkeit... Das geht einem doch, glaube ich, bei vielen Menschen, ja, so. Ne? Also du hast dann plötzlich was, den findest du als Schauspieler toll. Und dann liest du etwas darüber, was der privat macht. Und dann denkst du, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Oder muss ich jetzt meine Einstellung zu ihm ändern? Ja. Tom Cruise ist ja auch so ein Fall. Die ganzen Scientology-Geschichten und so weiter und was er alles für eine irrsinnigen Sachen gemacht hat. Dann guckst du aber einen Film und denkst wieder, den hat er einfach gut gemacht. Sorry, aber was soll ich jetzt machen? Darf ich den jetzt? Muss ich mich jetzt schlecht fühlen oder nicht? Das ist mit Menschen, die im öffentlichen Leben stehen und die Künstler sind, finde ich, ist das immer schwer, diese Trennung zwischen Privat und Künstler. Und auch Leute, die auch schon vielleicht tot sind oder so, dann kommt irgendwie, der war aber übrigens auch das und das und der war dieses und der war jenes. Verdammt schwer. Vielleicht. Hast du denn tatsächlich mal Ärger bekommen, weil wenn ich mir jetzt so die Mattscheibe zum Beispiel anschaue, da gibt es ja auch ein, zwei Sachen. Also oft ist natürlich auch ein Frauenbild, das überzogen ist, wo du bestimmt Frauen da als blöd oder doof zeigst. Männer auch, ja, klar, genau. Aber das ist schon so ein Bild. Stichwort zum Beispiel Blackfacing, ja, was im letzten Jahr, das benutzt du ja auch. Was wäre, ja, jetzt für dich, dass du jetzt zum Beispiel sagst, bei mir ist Blackfacing okay, weil... Ja, also ich glaube wirklich, da haben wir eine ganz schwierige Diskussion, die wirklich eine sehr detaillierte Diskussion eigentlich erfordert, weil wir sind in einer Zeit, wo wir zum Glück wirklich jetzt endlich bei vielen Dingen, die wir einfach jahrzehntelang hingenommen haben, die schlecht und falsch waren, die wir jetzt endlich mal hinterfragen und wo wir sagen, so, es gibt bestimmte Worte, die waren schon immer scheiße, es gibt eine bestimmte Art von latentem Rassismus, von latenten Vorurteilen, die irgendwie existieren, die müssen wir jetzt mal aufbrechen. So, gleichzeitig ist es aber so, Satire ist eben auch immer der Fall, auch früher Frühstücksradio, wir haben immer dafür gekämpft, Satire darf alles und Satire muss sich auch jedem Thema und jedem Menschen annähern dürfen. Egal, früher war es eher, darf man über Behinderte Witze machen, darf man über die Kirche, über den Tod oder über Frauen, was auch immer. Ne? Immer, es gab eigentlich immer eine andere Kirche, Tod, Frauen. Gruppe, die gerade diskutiert wurde. So. Und das heißt, du darfst eigentlich über alles. Du darfst, also wenn wir jetzt das Thema Rassismus angehen und Blackfacing angehen, Blackfacing an sich ist eine komplett furchtbare Geschichte, die eben auch uralt ist ja schon, wie wir wissen, und wo es eben darum ging, dass du dich als Weißer, als Farbiger maskierst, anmalst und dich dann so mehr oder weniger den damit auch diffamierst und lustig darstellst. Oder dass man ausländischen Schauspielern oder Schauspielern anderer Nationalität, denen gar keine Rollen gegeben hat, sondern mit weißen Schauspielern besetzt hat, wie Christopher Lee in Edgar Wallace als Chinese, Christopher Lee, John Wayne als Genghis Khan und so weiter. Ja, da gab es ganz viele Beispiele. Wenn du jetzt aber sagst, du darfst jetzt gar keinen mehr darstellen, der eine andere Hautfarbe hat. Jetzt sage ich als Beispiel, ich spiele jede Figur, die irgendwie sich blöd im Fernsehen verhält. Ja, die stelle ich so gut wie ich kann nach. Da versuchen wir die Haare, die Frisur, die Hautfarbe, die Klamotten, den Look so gut wie möglich darzustellen. Und bis auf schlank kommen wir an alles recht gut manchmal ran. Da ist es auch, wenn der blasser ist als ich, wenn der eine Hautrötung hat, wenn der leicht braun ist, wenn es stärker braun ist, dann machen wir das so nach wie beim Rest auch, weil ich diese Person karikiere. Wenn ich jetzt sage, weil es Blackfacing gibt, was etwas anderes ist, sage ich inhaltlich, darf ich diese Person jetzt entweder gar nicht mehr darstellen, weil
sie dann ein No-Go ist. Oder ich muss die, ein Roberto Blanco oder ein Detlef de Soest als einzige Figur jetzt weiß darstellen, dann ist das ebenso rassistisch, weil dann darf ich mich mit dieser Person nicht mal mehr satirisch annähern. Und das ist auch, das finde ich ist auch falsch. Oder Little Britain, die halt auch, die machen, sind zwei Schauspieler, die spielen Dutzende von Rollen und machen ein Bild von ganz Großbritannien. Und zu Großbritannien gehören eben auch vor allem viele indische Mitbewohner und eben auch Leute mit dunkler Hautfarbe. Und die spielen weiße, dunkle, bekloppte, dünne, schwule, Machos, alles. Und da finde ich, ist es in Ordnung, weil das eine Kunstform ist, mit der du dich dem annäherst und dich nicht über die Rasse oder die Hautfarbe lustig machst. Das ist aber sehr diffizil. Und darüber auch zu diskutieren ist schwer, weil natürlich immer jemand aufschreit und sagt, aber das darf man trotzdem nicht. Ich habe immer versucht, dass ich gesagt habe, ich versuche, theoretisch darf ich zu jedem Thema und zu jeder, zu allem etwas sagen. Ich muss sagen, ich kann es moralisch in diesem Fall begründen, warum ich es tue. Und merkst du, hat sich da was verändert quasi von Mattscheibe 95, 96, es wie du es machst? Oder sagst du, die Radikalität, das mache ich seit jeher? Wir haben es trotzdem immer noch gemacht. Ja. Wir sagten, der Clip ist so und da müssen wir rangehen und wir müssen diese Person irgendwie uns vornehmen, weil das ist immer, es ging mir immer um den Inhalt des Clips. Aber ich würde, ich bin froh, dass es hoffentlich sowas wie du spielst bei wieder den tierischen Ernst oder wenn Meins bleibt Meins oder sonst was auf der Bühne Karneval ist und es kommt einer und spielt einen, hat sich schwarz angemalt und das Publikum johlt und andere Sachen oder Schauspieler werden genommen, weil man eben nicht sich einen Asiaten oder einen farbigen oder schwarzen oder wie auch immer in der Rolle nimmt. Das ist zum Glück vorbei. Aber zu allem gehört auch immer eine gewisse Art von, ich weiß nicht das richtige Wort, aber Normalität. Das heißt, sagen wir mal so, dass du mit einem Menschen einfach als Mensch umgehst. Und zwar dann wirklich unabhängig von der Hautfarbe, von der Nationalität und von allem. Das heißt aber, dass du ihn sowohl respektierst, aber du darfst ihn auch karikieren, du darfst auch mit ihm und über ihn auch lachen. Nicht, weil er anders ist, aber du darfst über seine Eigenarten und über ihn als Person lachen, ist auch eine Form von Respekt. Es ist nicht Lachen ist nicht immer nur Auslachen. Humor ist nicht, du lachst immer nur über jemanden und stellst dich über ihn. Das ist ja auch nicht immer so. Das gehört alles mit dazu. Wenn wir uns da komplett regulieren, ohne es zu differenzieren, nehmen wir uns auch ganz viel vom Umgehen miteinander, weil dann plötzlich wir vielleicht eine Scheu oder eine Angst bekommen, die so auch nicht sein soll. Es muss eigentlich endlich so sein, dass wir ganz, ganz einfach, ganz normal mit jedem Menschen wie als Menschen umgehen. Da gäbe es viele Themen, die ja, von Kevin Spacey und das ist schwer. Könnte. Und ich sage dir, egal was du sagst, du bist immer prädestiniert dafür, dass du theoretisch einen Shitstorm kriegen kannst, weil irgendwer empört sich und ist wütend und auch zu Recht ganz oft. Alles ganz gut. Ich sage auch nicht, dass ich Recht habe. Ich sage nur, ich glaube, dass das Thema zu komplex und so ist, als dass man es in irgendwelche Schlagworte oder in irgendwelche Überschriften pressen kannst. Und heute macht es große Freude, wenn du irgendwo, egal in welchem Medium, Leute anstacheln kannst, sich aufzuregen. Das soll man auch tun, aber da richtig, wo es nötig ist. Und da gibt es gerade sehr viel und da passiert zum Glück sehr viel. Und das sollten wir auch alle tun, weil das ist höchste Zeit, dass sich da was ändert. Und ich glaube, da sind wir aber auch gerade momentan auf einem echt guten Weg. Einen kurzen würde ich mal sagen, ja. Weil wir haben jetzt quasi sehr lange mit Kevin Spacey gesprochen. Ja. So lange sind die Werbepausen nun auch wieder nicht. Oder ist jetzt quasi der Computer so runtergefahren? Nein, es geht weiter. Kevin Spacey, da fangen wir an. Und jetzt drehen wir noch einmal am Roulette Bingo. Das ist Banditen. Einarmiger Bandit ist doch, es. Doch, da geht's. Ja, da ist er. Gedacht, ich muss schon wieder würfeln. Oh, ja, ich sehe hier ja so viele Gesichter, die ich gerne sehe. Stopp. Klaus und Klaus, ach. Über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Ja, spekuläre. Ja, der würde auch mit Sicherheit wieder. Wir müssen erklären, wer Klaus ist. Der Linke ist. Der Linke. Spekuläre, ja. Sieht man ja. Spekuläre und schielende Klobürste hatte ich sie damals genannt. Und das war, also ich glaube, den habe ich ja auch inzwischen dann schon wieder öfter getroffen. Und inzwischen hat er dann ja auch alles ganz, ganz offen zugegeben und erzählt, dass das damals eben der Versuch einer PR-Geschichte war. Also das ist, da bin ich jetzt durch. Sind wir durch mit dem? Da sind wir durch. Ich würde gerne mit Achim oder Blacky Fuchsberger gerne wieder noch einmal sprechen. Das sind echt Menschen,
die ich sehr, sehr vermisse. Und, die hatten wir eben gesehen, Achim Menzel, Moderator, Volksmusikmoderator. Volksmusikmoderator, damals, also die singende Spreewaldgurke, der wirklich für mich ein Vorbild war, weil die, und für viele Menschen sein sollte, weil der war der Erste, der wirklich mit Humor auf meine Kritik reagiert hat, ne? Und gezeigt hat, dass man sehr gut über sich selber lachen kann und wie charmant und wie wunderbar das geht, wenn man den Humor einfach behält, annimmt, sich nicht allzu ernst nimmt und dann plötzlich, wir haben so viel Spaß miteinander gehabt und es ist da wirklich so eine tolle Freundschaft entstanden. Das war ein ganz, ganz großartiger Mensch und Blacky Fuchsberger ebenso, einer, vor dem wir erst Angst hatten beim Wichser, weil wir dachten, er mag uns nicht. Dann ist aber Neues vom Wichser dazugekommen und es entstand so eine Freundschaft und der ist echt ein Mensch gewesen. Wenn ich so gefragt wurde, wen hältst du als Vorbild, muss ich immer sagen, wenn ich mal so alt werde wie er oder auch nur ansatzweise und dabei ungefähr so ein toller Mensch bleibe wie er, dann hat man echt nicht alles falsch gemacht. Ein Wahnsinnstyp war das. Du bist ein bisschen dazu übergegangen, habe ich gesehen, fast Nachrufe zu schreiben auf Facebook, weil es immer öfter passiert ist, dass jemand gestorben ist und von dir dann tatsächlich Würdigungen von dieser Person gekommen ist. Das ist nicht, dass ich das beruflich machen möchte oder so, nur ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Leute dann gesagt haben, danke für die Worte und das hat mir gut getan oder wie auch immer. Und ich wollte eigentlich zwei Dinge zeigen. Erstens, wenn es jetzt sogenannte Opfer von mir waren, also die ich nachgemacht habe und die sind gestorben, dann wollte ich damit einmal auch ausdrücken, ich habe das nie gemacht, um euch lächerlich zu machen oder euch nur auszulachen, sondern ihr habt da vielleicht irgendetwas Albernes gemacht, das ich kritisiert habe, aber trotzdem toll, dass ihr da wart und dass ihr so viel gemacht habt und ihr habt trotzdem vielleicht mich und andere Menschen das Leben lang begleitet. Deswegen jetzt wenigstens nochmal ein Zeichen des Respekts. Und das andere ist, musste auch irgendwann merken, in den letzten Jahren sind so viele Menschen gestorben aus dem Bereich Medien, also Film, Serie, Musik oder wie auch immer, die mich so viel begleitet haben, viel mehr als Verwandte, Bekannte oder so, die ich wesentlich weniger gesehen habe. Also es ist, ist ja so seltsam, man denkt immer, ja, das sind halt irgendwelche Schauspieler, das bedeutet nichts, aber wenn man mal wirklich nachdenkt, mit denen verbringt man viel mehr Zeit, die haben einem emotional vielleicht auch viel mehr gegeben über die vielen Jahre, damals, wenn man verzweifelt war, auch wenn es nur war, zu denen ist man geflohen und hatte eine schöne Zeit, als man sich nicht gut fühlte. Da habe ich gemerkt, dass mich da viele, die dann irgendwie jetzt plötzlich verstorben sind, dass mich das sehr berührt hat und dass ich dachte, oh, da möchte ich irgendwie 3-4 Sätze sagen und mich verabschieden, weil mir das dann doch echt irgendwie nahe ging, obwohl ich die gar nicht kannte persönlich. Ich möchte noch einmal mit dir über das öffentlich-rechtliche Fernsehen sprechen. Du lächelst schon. Es gab allerdings Streit um die Rundfunkgebühren in letzter Zeit. Es ging um die Erhöhung. Das war eigentlich durch. Um 86 Cent, glaube ich, wollten sie erhöht. Genau, um 86 Cent. Das ist dann nicht zustande gekommen, weil es in einem Bundesland blockiert worden ist. Ich habe mich gefragt, ist es jetzt schon so weit, dass du das öffentlich-rechtliche Fernsehen verteidigen musst? Das ist, also man muss dazu auch eins sagen, es ist zum Beispiel genauso ja wie diese Fälle von den wahnwitzigen Corona-Leugnern und Irrsinnsschwurblern, genauso wie die ganzen Auswüchse der AfD oder der eher rechtsorientierten Menschen und Gruppierungen, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass man plötzlich in eine Situation kommt, wo man vielleicht Dinge rechtfertigen oder wo man plötzlich für Dinge sprechen muss, wo man eigentlich sonst dagegen wäre. Also sagen wir es mal so, die Rundfunkgebühr, da gibt es, glaube ich, viel, was man diskutieren sollte und könnte. Sehr viel. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen haben. Das erstmal. Ich glaube, das brauchen wir und wir können sehr dankbar sein, dass wir es haben. Aber es gäbe ganz, ganz viel, was man da verbessern und verändern sollte. Denn ich denke, das öffentlich-rechtliche Fernsehen kommt nicht seinem Anspruch wirklich nach und wird dem nicht ganz gerecht, den es sich selber gegeben hat. Also es werden ganz viele Gruppen von Menschen, Altersgruppen oder auch überhaupt Gruppen nicht angesprochen, sondern man hat sich sehr konzentriert auf so ein bisschen alles so wie früher und eher so die etwas Älteren und immer brav und lieber ein bisschen einlullen, als jetzt irgendwie für Aufregung sorgen. Im Bereich Reportage, Nachrichten und so weiter immer noch führend und gut, aber es gibt
es gäbe so viel, was sich da verändern müsste. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen müsste eigentlich das tun, was, wenn, komischerweise nur das Private gemacht hat und dann oft auch in die falsche Richtung halt. Aber Impulse setzen, neue Sachen ausprobieren, uns immer wieder überraschen, für Diskussionen sorgen und so weiter, das müsste eigentlich jeden Tag dort geschehen. Dort müsste man sagen, oh, das war aber echt ein Experiment, das war aber mutig. Auch im Unterhaltungsbereich, um auch wieder die Jüngeren anzusprechen. Die Jüngeren sind hier meistens die unter 60 oder unter 75, ja, die wir ja meinen. Mann, es gibt so viel, was man tun kann. Dafür sind sie da. Und mehr Geld ins Programm und in Innovation und nicht in die Struktur und nicht in Tausende von Sendern, die nicht alle nötig sind. Es ist auch gut, kleinere Sender zu haben, aber die ein bisschen wirklich mehr bündeln, mehr gucken, was machen wir bei wem. Dann ist der so, dann machen wir da auch Experimente. Dann, das ist nicht nur einfach alte Abspielstationen und so weiter. Also es gäbe ganz viel zu tun und ganz viel zu machen. Aber wenn es dann zu einem Politikum wird, weil eben die eher rechtsorientierten Parteien sagen, es wird hier eben Meinungsmache gemacht, oder das heißt, wir wollen Meinungsfreiheit, die wir so verstehen, wir wollen jetzt welche, die nur unsere Meinung sagen. Das geht nicht und dann muss man dafür kämpfen, dass die damit nicht recht behalten. Und plötzlich sitzt man da und sagt, jetzt möchte ich doch lieber die 86 Cent freiwillig mehr bezahlen, damit die nicht recht behalten. Obwohl ich eigentlich würde ich gern drüber reden, aber ah ja, okay, gut. Leider ist die Diskussion dadurch nicht zustande gekommen und das ist ärgerlich. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Kurzer Blick in die Zukunft. Du hast vor der Sendung mir erzählt, Schlefatz, schlechter Film aller Zeiten. Das ist eine Sendung, wo du schlechte Filme kommentierst und parodierst und besprichst. Genau, das ist derzeit seit vielen Jahren auch auf Tele5, hat sich auch zu so einem kleinen, zu einem kleinen Kultformat entwickelt, was richtig Spaß macht. Für Filmliebhaber, die sich aber auch mit Trashfilmen und so gerne mal auseinandersetzen. Das geht weiter. Das geht weiter, zusammen mit Peter Rütten. Da kommen ab April wieder neue Folgen. Das ganze Jahr durch, das ist jetzt das Nächste, was ansteht. Und das macht großen Spaß für alle, die es noch nicht kennen. Wir gucken gemeinsam schlechte Filme, ausgewählt schlechte Filme und feiern die. Wir machen eine Party. Ja. Kommentiertes, begleitetes Fernsehen. Dabei gibt es was zu trinken, einen Cocktail dazu, Trinkspiele. Wir können Spaß haben und wir alle sind mit schlechtem Fernsehen und mit schlechten Filmen groß geworden. Jetzt dürfen wir uns da richtig mal drüber auslassen und diese richtig feiern und zelebrieren und uns auch ein wenig an denen rächen. Das macht große Freude. Das kommt jetzt als Nächstes. Mattscheibe geht auch weiter? Mattscheibe geht auch irgendwie weiter. Tele5 ist ja so ein bisschen, der Chef ist da gegangen, Kai Blasberg, genau, der die ganzen Jahre die schützende Hand über alles. Ja, und das geleitet hat und auch eben durch großen Spaß an der Kreativität immer gefördert hat, dass da viel inhaltlich möglich war. Der Sender strukturiert sich jetzt gerade neu um und deswegen weiß man bei vielen Dingen noch nicht, in welche Richtung es geht. Schlefatz geht weiter, Mattscheibe wird auch irgendwie weitergehen. Wie jetzt genau und wann und was, da sind wir gerade in den Gesprächen, aber ich hoffe, dass es alles weitergeht. Wir brauchen so kleine Sender, das ist eben ganz wichtig. Wir brauchen kleine, innovative Sender, weil das, was momentan oder seit vielen Jahren an Innovation entsteht, ist außer in einigen glücklichen Fällen, wie wir vorhin über ProSieben oder Ähnliches mal gesprochen haben, fast nur immer in solchen kleinen Enklaven möglich, wo man sich einfach mal was traut und ausprobiert. Und das haben wir alle gerade sehr, sehr nötig. Und deswegen hoffe ich, dass es da auch innovativ weitergeht. Die letzten Jahre ist die Mattscheibe ja immer weitergegangen, auch mal mit Pausen. Deswegen drücke ich die Daumen, dass das irgendwie weggeht. Zu Beginn habe ich dir 10 Euro gegeben. Ich wollte gerade sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Hier, die du gerne behalten kannst. Ich habe einen ähnlichen Jan Böhmermann-Moment gehabt, als ich nämlich 12 Jahre alt war und dachte, Fernsehen, das sind ja nur die Leute, die wirklich ganz weit weg sind. Habe ich einen Brief an dich geschrieben, weil ich eine Wette mit meinem Bruder hatte, der mir gesagt hat, der Kalkofe, der schreibt auch seine Autogramme auch gar nicht mehr selber tatsächlich. Und dann habe ich einen Brief an dich geschrieben und gesagt, dass ich mit meinem Bruder gewettet hätte um 20 Mark oder ja doch 20 D-Mark, ob du deine Autogramme noch selber schreibst. Und dann habe ich ein paar Wochen später einen Brief bekommen mit Autogrammkarten von dir für den armen Bruder von Jonas, dem jetzt 20 Mark fehlen. Und dafür wollte ich mich bedanken, das Geld teilen. Auch in dem Fall, Mensch geblieben und dem einfachen 12-Jährigen zurückgeschrieben. Guck mal, wenn du so kleine Sachen hast, das ist wirklich, irgendwann habe ich mal gesagt, wenn ich nur irgendwie immer einen Euro bekommen hätte für jede Anfrage für eine Hochzeit oder für irgendwen, wo ich was mache. Ich habe es immer, wenn ich konnte, habe ich es immer versucht zu machen, weil ich habe selber Autogramme gesammelt als Kind. Ja. Ich habe hinter dem Theater gestanden, ich habe Autogrammbriefe in die ganze Welt. Und meine einzige Freude, wenn ich aus der Schule kam, in meinem langweiligen Leben war, wenn Post aus Amerika oder England und wer hat mir geschrieben und was habe ich und wie toll man sich dann fühlt und wie fröhlich man ist. Deswegen
bis heute immer versucht, wenn ich konnte. Ich komme nicht immer hinterher. Ich habe letztens eine ganze Kiste mit Autogrammen gefunden, die 10 Jahre oder so da liegen. Leute, die mir Bilder und so geschickt haben, das war mir peinlich. Habe ich aber auch einen Brief geschrieben und habe die alle aufgearbeitet und mich entschuldigt und ganz viel Karten und so da reingetan und gesagt, es war echt nicht gewollt, das ist echt scheiße, aber es passiert. Aber das nehme ich immer noch ernst und versuche das. Da siehst du, manchmal macht man eine Kleinigkeit und es kommt zurück und heute bin ich 10 Euro reicher, was ja quasi... Ne? Wenn du das nimmst, das doppelte 15 Mark sind oder so. Wow. Und da mache ich mir jetzt einen echt schönen Abend mit und den habe ich auch verdient. Vielen Dank für den Besuch. Schreiben Sie einfach, Oliver Kalkofer, offenbar bekommt er gerne Post. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke, es hat großen Spaß gemacht. Sehr schön.